Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial zur Datenbank Mulzinger bzw. zu der Datenbank von Duden-Basiswissen-Schule. Ihr seht die Kategorie hier unten. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Da verändert sich die Seite komplett. Soll euch aber nicht abschrecken. Mulzinger und Duden-Basiswissen-Schule kooperieren da. Ihr könnt auf diese Duden-Seite aber auch direkt zugreifen über unsere Homepage und dann könnt ihr ganz einfach digitale Angebote klicken und Duden-Basiswissen Schule auswählen. Dann landet ihr genau an dieser Stelle. Genau, es gibt von Duden-Basiswissen hier einmal alle Fächer von der 5. bis zur 10. komplett zusammengefasst. Es gibt aber auch das Abiturwissen nochmal. Duden-Basiswissen ist eine gute Quelle, um sich einzulesen, um einen ersten Informationsüberblick zu bekommen. Was gibt es vielleicht noch zu meinem Thema? Was grenzt da vielleicht an? Wo könnte ich einen Fokus drauf legen? Ist auch gut zum Nachschlagen von Begriffen, die sind hier meistens sehr verständlich erklärt. Wir nehmen jetzt einfach mal das Fach Englisch. Ihr seht, dass ihr hier einfach durchblättern könnt. So, jetzt Seite 4 anklicken, Seite 4, 5, Seite 6 anklicken, so könnt ihr einfach blättern. Ihr könnt, wenn ihr hier das Menü habt, natürlich auch einen einzelnen Punkt auswählen. Wenn euch das zu klein ist und ihr das nicht lesen könnt, einfach unten rechts auf die Lupe klicken und sagen, ich möchte es größer haben. Da gibt es vor allen Dingen auch den Punkt eine Facharbeit schreiben. Können wir einmal draufklicken. Dann springt ihr direkt zur entsprechenden Seite und bekommt hier auch eine Übersicht, wie so eine Facharbeit aufgebaut ist, was wichtig ist, was vorkommen muss und auch Tipps, wie ihr euch das Ganze einteilt. Ihr könnt das Ganze als PDF runterladen. Hier gibt es den Button PDF-Download, einfach draufklicken und ihr seht, das Ganze wird runtergeladen. Ihr könnt hier klicken A bis Z Register, da kriegt ihr dann die MFF, eine Liste mit Begriffen aufgezeigt. First Nations, Figuren, Fallstudien, Facharbeit. Also wenn ihr einen genauen Begriff habt, den ihr nachschlagen wollt, könnt ihr das im Register tun. Ansonsten könnt ihr aber auch jederzeit, wenn ihr nicht mehr wisst, wo ihr seid, ins Inhaltsverzeichnis kommen. Das ist nämlich hier auch extra verlinkt. Dann könnt ihr euren Weg nochmal von vorne gehen oder eure Suche neu starten. Ihr könnt hier unten aber auch einfach eine Seitenzahl eingeben. Ich nehme jetzt mal die 46 und springe dann zu der Seite. Das war jetzt die Facharbeitsseite. So könnt ihr navigieren. Wenn ihr dann von Englisch zu Chemie wechseln wollt oder sonst was, einfach oben auf diesen Pfeil klicken. Dann blättern sich alle Fächer wieder auf und ihr könnt gucken, ich klicke jetzt einfach mal Chemie an und ihr seht auch dort, ist das Buch genauso aufgebaut. Inhaltsverzeichnis zum Anklicken, klicken an den rechten Rand bzw. auf die nächste Seite, um weiter zu blättern und hier unten Inhaltsverzeichnis ganz links, ein Register von A bis Z, die Möglichkeit Seitenzahlen anzugeben und die Zoom-Button. Ich kann auch mit einem Doppelklick auf eine Seite klicken, auch das zoomt mich heran und dann kann ich die Seite auch durch die Gegend schieben. Wenn ihr nicht sicher seid, in welchem Fach ihr suchen sollt, weil der Begriff für mehrere Fächer hilfreich ist, zum Beispiel das Thema Doping kann interessant sein für den Sport, kann aber auch interessant sein auf biologischer Ebene, wie wirken diese Sachen oder auf chemischer Ebene. Wie wird das Ganze zusammengesetzt, dann könnt ihr das auch hier einmal eingeben in die Suche. Okay, zum Doping steht jetzt nichts drin, aber nehmen wir mal einen allgemeinen Begriff und sagen Politik. Und dann seht ihr schon, dann bekommt ihr angezeigt 100 Treffer bei Duden Politik.
aber auch 2 Treffer bei Musik, 13 Treffer bei Geschichte, bei Deutsch und auch in den Klassen 5 bis 10. Gucken wir mal, was es für Treffer bei der Musik gibt. Ah, Musikmarketing. Natürlich, auch da gibt es eine Politik, die dahinter steht, nämlich die Produktionspolitik und die Marketingpolitik oder eine Preispolitik. Ihr seht hier immer angegeben die Seitenzahlen, 151 ist die rechte Seite, hier 152 kann ich dann aber auch anklicken. Die ist die nächste Seite, wo da noch mehr zu steht. Nehmen wir mal jetzt den Bereich Geschichte. Hier haben wir dasselbe Bild, die einzelnen Seitenzahlen und was jetzt ganz stark auffällt, hier vorne sind die Kapitel genannt. Also die frühen Hochkulturen sind im Kapitel 2.3. Hier steht es nochmal, hier steht gerade nur die 3, das wundert mich ein bisschen. Aber zum Beispiel weltweite Unabhängigkeitskämpfe sind in Kapitel 8.4.4. Und bei diesem Kapitel 11.1.3, Wiederaufbau, Ost-West-Konflikt, da seht ihr, da gibt es in diesem Kapitel gleich 3 Treffer, nämlich Seite 409, 410 und 416. Und wenn ihr dort draufklickt, dann springt ihr zur entsprechenden Seite und bekommt schon mal einen ersten guten Eindruck über das Thema. Ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen und kommt damit gut zurecht. Bei Fragen sind wir natürlich auch für euch da.